Die leuchtend gelben Container des Sozialvereins WAMS sind in Innsbruck längst ein vertrauter Anblick. Unter dem Motto "Gib guten Stücken eine zweite Chance" sammelt der Verein Altkleiderspenden aller Art und hat seit 1984 insgesamt 90 Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose geschaffen. Die Warenspenden helfen aber auch anderen sozial schwachen Gruppen, denn die guten Stücke werden in den Secondhand-Läden des Vereins zum kleinen Preis weiterverkauft. Diese Arbeitsplätze bieten wir in Betrieben rund um gebrauchte Dinge, rund um Secondhand. Die Zielsetzungen sind gleich geblieben und dahinter stecken Grundhaltungen. Das eine ist, dass wir sagen, jeder Mensch hat ein Recht auf Arbeit. Bei uns bekommt man ein Jahr einen Arbeitsplatz, kann sich stabilisieren, kann eine Berufsperspektive entwickeln und die Dinge rundherum ein bisschen ordnen und mit mehr Schwung und Selbstvertrauen wieder auf die Arbeitssuche gehen, und auch da unterstützen wir. Die andere Grundhaltung ist, dass wir sagen, gute Stücke sollen eine zweite Chance bekommen, wieder verwenden statt wegwerfen. Und wir merken einfach, dass die Leute sehr froh sind, wenn sie wissen, sie können es dem Verein WAMS geben und da wird noch einmal was gemacht damit, was Sinnvolles. Was wir bieten, ist eine sehr verlässliche Abholung und Kooperation. Der Verein WAMS ist inzwischen die größte Sammelorganisation und hat einfach sehr viel Erfahrung. Nun expandiert der Verein WAMS in Kooperation mit der Firma Emprice auch ins Tiroler Unterland. Neue Standorte werden in Kooperation mit den Gemeinden ebenfalls bei Kindergärten, Schulen, Recyclinghöfen und Wohnanlagen und auch bei den Pfarren gesucht. Alle Kontaktdaten finden Interessierte auf der Homepage des Vereins www.wams.at.